Input zu den Überstunden möchte ich direkt weitermachen und nochmal zur krankheitsbedingten Kündigung und dem betrieblichen Eingliederungsmanagement etwas berichten, kurz auch BEM genannt. Und zwar bestehen ja bereits für krankheitsbedingte Kündigungen sowieso hohe Anforderungen und durch eine BAG-Entscheidung aus dem Jahr November 2021 haben die sich jetzt nochmal erhöht. Und zwar war das in dem entschiedenen Fall so, dass der Kläger in der Vergangenheit bereits mehrfach krank war und im Jahr 2019 zuletzt 103 Arbeitstage gefehlt hat, bis der Arbeitgeber den Arbeitnehmer zu einem BEM-Gespräch eingeladen hat. Und in dem Gespräch haben sich auch die Parteien dafür entschieden, dass nicht ein Betriebsrat oder eine Fachkraft für Arbeitsschutz mit einbezogen werden soll. Das haben die einvernehmlich entschieden. Dennoch war der Arbeitnehmer dann nach dem BEM-Gespräch erneut 79 Tage krank, sodass die Beklagte schließlich dem Arbeitnehmer gekündigt hat, krankheitsbedingt. Hiergegen hat dann der Arbeitnehmer Kündigungsschutzklage eingereicht, die sowohl vom Arbeitsgericht Düsseldorf als auch vom LAG Düsseldorf jeweils stattgegeben worden ist. Letztendlich hat auch das BAG nun die Entscheidung bestätigt, das heißt, die Kündigung war unwirksam. Es ist so, dass wenn ein Arbeitgeber grundsätzlich zur Durchführung eines BEMs verpflichtet ist und er diesem nicht nachkommt, er dafür darlegungs- und beweispflichtig ist, dass auch das BEM nicht dazu beigetragen hätte, dass eben mildere Mittel statt der Kündigung gefunden werden hätten können. Und der maßgebliche Zeitpunkt für die Beurteilung, ob mildere Mittel vorliegen, ist hier stets immer der Zeitpunkt der Kündigung. Die Beklagte hätte vorliegend somit darlegen müssen, dass selbst wenn nochmal ein BEM durchgeführt worden wäre, es kein milderes Mittel statt der Kündigung gegeben hätte. Und was jetzt neu ist, was das BAG jetzt hier auch nochmal hervorgehoben hat, ist, dass dies selbst dann gilt, wenn zuvor schon ein BEM durchgeführt worden ist. Auch dann muss der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer nochmal die Durchführung eines BEMs anbieten, wenn der Arbeitnehmer innerhalb eines Jahres erneut 6 Wochen durchgehend oder wiederholt krank ist. Und das gilt selbst in dem Fall, wenn der Arbeitnehmer das erste Angebot eines BEMs abgelehnt hat. Das heißt, die Anforderungen an ein BEM und an die krankheitsbedingte Kündigung wurden hier enorm erhöht. Begründet wird das damit, dass das BEM erneut angeboten werden muss, dass Krankheitsursachen sowie auch betriebliche Abläufe oder auch einschlägige Heilverfahren oder grundsätzlich einfach die Einstellung des Arbeitnehmers zum BEM allgemein sich im Laufe der neuerlichen Krankheit geändert haben könnte. Und deswegen muss das eben dem Arbeitnehmer nochmal angeboten werden. Das heißt, leider kann man nicht sagen, dass das BEM ein Mindesthaltbarkeitsdatum hat, bis zu welchem es quasi gültig ist. Zu beachten ist außerdem noch, dass gemäß dem BAG der Arbeitgeber den Suchprozess eines BEMs nicht eigenständig beenden kann, sondern der Prozess erst dann beendet ist, wenn Arbeitnehmer oder andere Stellen, die am BEM beteiligt sind, keine ernsthaften Lösungsvorschläge mehr haben. Hier kann der Arbeitgeber aber gegebenenfalls eine Frist setzen, dass das nicht ins Uferlose hinausläuft. Letztendlich kann man zu der Entscheidung sagen, dass dort insgesamt die Anforderungen an eine krankheitsbedingte Kündigung nochmal immens erhöht worden sind. Zwar hat das BAG ebenfalls im letzten Jahr bestätigt, dass Arbeitnehmer grundsätzlich keinen einklagbaren Anspruch auf ein BEM haben. Man muss aber sagen, letztendlich, wenn der Arbeitgeber dann das BEM nicht tatsächlich anbietet, sind die Chancen für eine krankheitsbedingte Kündigung leider sehr gering. Etwas anderes gilt nur in dem Fall, wenn eben der Arbeitnehmer das BEM grundsätzlich ablehnt. Das sollte dann auch ordentlich und detailliert dokumentiert werden, dass man das im Fall für ein Gerichtsverfahren auch gut vortragen und beweisen könnte.